Es geht weiter mit unseren Team Phoenix internen Clan Wars. Und es steht jetzt 3-1. Wir müssen nächstes Mal Teamnamen vergeben. Es steht 3-1 für das Team Hymph, Tune und Meditail. Gegen uns, gegen Mofo, Pressure, Phoenix. Und mal schauen, ob jetzt hier der Pressure den Ausgleich holen kann. Er ist vielleicht jetzt gar nicht so der Favorit wie sonst, da er ja mit 70% spielen muss. Stimmt übrigens, du hattest gerade einen kleinen Nachteil in der Map. Ich weiß nicht, ob du es gewusst hast. Der Medi hat ein Goldpatch in seinen Mineral ein. Und du halt nicht. So, ich mach mal nochmal die richtige Map auf. Ja. Standardkarten. Auf jeden Fall hier schöne Maps bei uns im Internet Clan War. Da denkt man sich in die alten Zeiten zurück. Ja, deswegen habe ich auch mal so alte Karten, ne? Schön Shaikugas Platz so nochmal. Ja, abbrechen. Noch Add-on reinknallen. So, jetzt haben wir's. Ja, wenn der Tune jetzt eine Map holt, dann hat das Team gewonnen. Aber ich würde sagen, wir spielen in jedem Fall beide Maps. Ja. Geht ja auch um den insgesamten Score dann. Und ja, vielleicht schafft es ja Pressure. Man sieht auf jeden Fall schon die 70%. Cheeto ist ready. Warten wir noch auf Tune. Der Tune fertig. Er schreibt mir gerade noch irgendwie, jetzt hat er ready. Jetzt können wir loslegen. Er hat mir noch geschrieben, also muss ich nur eine Map holen, hat er gefragt. Dann hat er geschrieben, ja. Dann hat er gesagt, God bless. Und danach noch ein schönes 3-3, ja. Finde ich eigentlich eine coole Idee. Vor allem, das könnten wir dann aber im BO3 draus machen, ne? Ja, wenn alle noch so lange Zeit und Lust haben, können wir es gerne machen. Ja. Können wir da natürlich auch eine alte Karte draus kramen. Ja, jeden Fall. Da habe ich auf jeden Fall noch so einige gute im Petto. Aber jetzt erstmal dieses Spiel. Rechts unten gespawnt der blaue Terraner Tune Trigger. Sein Team führt hier 3-1. Und die oben links in gelb die letzte Hoffnung. Treasure! Ja. Ich bin ganz klar für den Tilo, aka Pressure, aka der Protoss-Spieler. Auf jeden Fall. Und natürlich auch hier in unserem Team. Von daher sind wir auch gar nicht hier biased. Ja. Ich würde auch sagen, wir machen das ganz professionell und hoffen natürlich, dass beide Spieler gewinnen. Ja, außer der Terraner halt. Ja. So. Da hoffen wir doch mal auf einige Fehler von dem Terraner und auf ein makelloses Spiel vom Protoss. Ja, und Terraner geht jetzt hier scouten mit dem SCV. Protoss ist schon Mitte der Map. Da sehen wir jetzt ganz klar den Protoss vorne. Ja, er ist schon fast da. Ist schneller. Ein klarer Vorteil. Macht er gut, der Protoss. Macht er gut. Da zeigt sich schon der ganze Skill vom Tito. Und er geht jetzt rein und greift ihn direkt an. Gibt's gleich mal aufs Maul hier für die Probe, für die Drohnen, für die SCV. Was war's jetzt? Was war's? Man sieht schon, er macht keinen Schaden mit seinen 70%. Der SCV ist nicht mal angeknabbert, richtig. 25 Leben hat er schon. Ja. Oh, Cybercore kommt. Oh, auf der anderen Seite. Oh, da rächt sich aber der. Der SCV ist hier hart am reinhauen. Der hat dreimal raufgehauen gefühlt und schon ist die Probe halb tot. Und der Reaper wird bald schlüpfen, der Fiese.
Und das ist natürlich dramatisch, wenn dann noch keine Abwehr da ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Hits braucht ein Reaper bei 70% für eine Probe. Die Probe hat 28 Leben. Was macht der Reaper an Schaden? Wollen wir gleich gucken. 10. Er macht. Ich kann nicht. Kennst du die Taste, dass man in Einheit folgen kann? Ich wusste das mal. Irgendwie Steuerung, irgendwas. Steuerung Alt F. Ach, Steuerung F geht auch. Ah. Hätte ich auch drauf kommen können. F wie folgen. Macht natürlich Sinn. Ja, und der Reaper geht jetzt rein hier. Oh, der Pylon war gut platziert, aber Mothership war nicht rechtzeitig da, sonst hätte er ihn direkt killen können. Oh, und der Reaper, da hoffen wir natürlich nicht, dass er jetzt einfach drauf geht. Und er verreckt. Schade. Das ist sch wie schön, aber auch schade, ja, für den Tune. Schade für den Tune, hervorragend für Smasher und das Team von dem. Das glorreiche Protoss-Team hier. Tatsächlich. Wir sehen ja wieder meinen Bau hier auf. Was hat denn der Pressure überhaupt gesehen? Nein, Er hat keine. Er hat aber die Factory hat er noch nicht gesehen. Ne, die fehlt noch, die Info. Aber ich denke mal, das ist Standard, also das kann man sich ja denken, dass der dann irgendwann. Jetzt kommen hier das Adept und greift die Marines an. Kriegt das. Marine braucht auch drei jetzt hier. Achso, es ist ja, der Schaden ist ja genauso, oder? Bei dem Handicap ist ja nur, Ja, dass die Einheiten weniger Schaden. aus. Ja. Genau. Schaden ist der gleiche. Der noch schöner. Schaden wird auch reduziert. Ja, das ist ja richtig mies. Brauchst du einen 3-0 Zealot, damit er dann Linge 2 hitten kann. So. So, was macht jetzt Pressure? Er holt erstmal einen Observer mit seiner Robo. Worker technisch, ja, Pressure ist vorne. Aber daran hat natürlich Mules. Vorne. Ah, 7 Worker ist er vorne. Und jetzt fliegt eine Widowmine los. Eine nur. Das ist etwas ungewöhnlich, würde ich sagen. Normalerweise ist es noch ein Doppel-Widowmine-Drop, aber Tune schaut sich das erstmal an. Und ja, Pressure hat seinen Turbo-Bear Observer. angedrückt. Observer fliegt nach vorne, aber er baut einen zweiten Observer. Das ist schon mal gut für ihn, verteidigungstechnisch. Aber den rallyt er auch nach vorne. Also da. Ne, jetzt hat er es bemerkt. Kommt zum Mothership. Und der Drop fliegt direkt hier in die Natu. Also die Widowmine. Da wird schon Stalker reingeworfen. Bemerkt das ja, er bemerkt es auch. Aufgeregt. Evakuiert schön. Und die Widowmine wird Da ausgeladen. wirbt sich die Widowmine ein. Und macht gar keinen Hit bisher. Positioniert sich nochmal um. Hat der gut gesehen, der Ah, Tilo. kriegt eine Probe. Das macht er hier hervorragend. Ein kleines Miss-Micro, sonst hätte er die Widowmine noch nicht verloren. Das sieht ganz gut aus. Man sieht auch schön auf der Minimap, wie schön der Tilo seine ganz links erst den Beobachter und dann nach die Pylons. Er deckt da wirklich gut die App ab. Wir sehen, es ist ein Todesschiff unterwegs, nämlich ein Liberator. Das könnte gefährlich werden. Er scoutet gleich auf dem Weg, die dritte. Oh, die dritte. Die kommt früh aus Tossicht, also mutig hier unser Pressure, trotz Handicap. Den Liberator fängt er direkt ab mit seinen Stalkern, von daher wird er nicht viel Schaden machen können. Das macht Zieht er sich gut, auch der zurück. Tilo. Nein, kommt Also nochmal. der Tune wirft hier mit einem Angriff nach dem anderen. Also mit genauen dreien und alle wurden bisher gut abgewehrt. Startet hier den nächsten, aber wird mit dem Server gescoutet, das Dropship. Und der Liberator muss sich zurückziehen, der muss repaired werden, also der Angriff ist auch komplett abgewehrt. Wir sehen, die drei Marines folgen hier dem Medivac, sind aber zu langsam, die Noobs, jetzt kehren sie um. Haben zu wenig APM, die einfach. Ah, das Medivac will Angst und Oh, es Schrecken geht verbreiten. rein. Aber er hat's gesehen, der müsste er gesehen haben auf der Minimap. Er könnte jetzt Reagiert gleich den er? Pylon andrücken. Er reagiert Und nicht, doch er er reagiert. Pylon. Pylon rettet ihn erstmal wieder. Ah, das Medivac lädt trotzdem aus. Also er muss hier schon ein paar Units reinwarpen. Hier kommen Stalker. Und den Pylon kriegt er sogar durch. Die Stalker kriegen das Medivac vielleicht, vielleicht, ja, schaut gut aus. Oh, Ja. Bam. Und down. Das ist gut auch für den Supply-technisch, Kilo. ja, er ist gut dabei auf jeden Fall. Hat er überhaupt schon eine Einheit verloren, außer dieser eine Probe? Ja, tatsächlich hat er eine Probe verloren, der
Treasure bisher. Also das war die Probe, um den Widowmine auszulösen. Er weiß natürlich, worum es hier geht. Es geht nämlich um alles. Also ist eine Map, wenn er verliert, dann ist es vorbei. Und dementsprechend bringt er auch das A-Game. Ja, merken da steht schon. Auch schon mal die Clan-Karriere aufs Spiel. Auf jeden Fall. Das ist ihm auch klar. Dune hat seine dritte fast fertig. Pressure rückt ihm aus. Oh, Kolosse. Wir sehen Kolosse. Das ist schon der erste. Das ist ja interessant. Sieht man gar nicht mehr so oft in StarCraft 2. Legacy of the Void. Ja, das können wir ja fürs nächste Spiel dann machen, ne? Komplett deutsch cast. Keine englischen Fachbegriffe mehr. Ja. Der Raketenturm jagt den Ops davon. So, jetzt weiß auf jeden Fall der Pressure auch von der dritten Basis des Tyranas. Tune läuft jetzt hier, also es gibt hier gleich einen Clash, wie es aussieht. Die treffen sich gleich. Da muss der Pressure aufpassen. Pressure hat hier eine kleine Army, die er jetzt hier verlieren wird, wie es aussieht. Ja. Ja, macht das schön. Aber er kommt weg. Ja, die Tanks natürlich nicht so schnell und deswegen kommt er nochmal weg. Aber ich glaube, Pressure muss aufpassen. Also die Army vom Tyranas sieht irgendwie scarier aus, finde ich. Wobei jetzt zwei Kolosse schon stärker sind wie einer. Links auf der Map sehen wir zwei Adepten, die sich da zur dritten aufbegeben. Und dann vielleicht doch den einen oder anderen Kill holen. Ah, Tune hat es bemerkt und zieht Worker ab. Ja, zwei SUVs gehen aber down. Und die folgen jetzt hier noch in die NATO. Und die Army kämpft wieder, also Pressure nimmt hier eine gute Position mit dem High Ground. Und Tune baut jetzt auch Vikings gegen die Kolosse. Die Adepten haben wieder Spaß, 6 Kills schon. Und der Tank macht kurz einen Prozess. Kommt ein guter Drop. Mit einem Tank, einem Wardern und Marines. Ja, der könnte auch direkt in die stark werden. Main Base, aber die ist prepared, da ist bereits ein Cannon. Und der Hauptfight passiert gerade rechts und Pressure setzt sich auf jeden Fall durch, klärt die komplette Army von Tune, die hier rechts stand. Und ein Koloss trotzdem verloren, das war knapp, hätte er fast noch mit gutem Micro. Doch jetzt in der Main geht's weiter. Tune droppt hier massiv. Mothership macht alles, was es kann. Drei Overcharges. Zieht die Army einen Moment zurück, aber. Tilos Hauptarmee ist natürlich weit out of position jetzt und. Jetzt merkt man tatsächlich ein bisschen das Handicap. Pylons sind alle sehr schnell down gegangen. Die kaufen hier nur ein bisschen Zeit. Aber jetzt ist ein Immortal da, der hilft natürlich gegen den Tank. Wobei der Tank auch einen Schuss und Immortal hier schon ziemlich angeschlagen. Aber kommt jetzt hier nochmal weg, der Tune, wie es aussieht, mit den zwei Medivacs, ja. Und verliert aber die Vikings. Auf der rechten Seite ist das ein. Entweder ist das ein. Ja, da marschiert eine kleine Army auch. Rally Point Fehler oder ist es. Nee, es ist tatsächlich. Es ist ein zweiter Angriff und es macht auch wieder viel Schaden hier. Sellets kommen, wollen helfen, aber es sind zu wenige. Den einen Tank kriegen sie, das ist schon mal ein Erfolg. Und doch, die Sellets schlagen sich hier gar nicht schlecht gegen die Tanks Marauder. Ja. War die richtige Unit-Wahl auf jeden Fall. Upgrade-technisches Tilo auch hat 1-1 gegen 1-0. Deswegen. Ah, und. Ah, schön, er hat wieder in der Main gedroppt. Tune macht das hier sehr gut. Sind ja auch 4 Gates außer Betrieb. Das heißt, er ist runter auf 3 Gates gerade der. Jetzt hier an der NATO wird Tune auch keinen Schaden mehr machen können. Da ist Tilo diesmal in Position mit der Army. Und ja, er schlägt alle Angriffe wieder relativ gut zurück. Also es hat jetzt schon Schaden gegeben in der Main, aber Army-technisch, Supply-technisch ist Pressure vorne. Ja, er hat das jetzt aber auch ganz gut gedreht, der Tune. Der ist das erste Mal vorne mit den Workern. Also sollte er schaffen, sich hier schnell eine vierte zu holen. Wobei, wenn ich Precious insgesamt einen Supply anziehe, dann braucht er gar nicht mehr viel mehr Worker, oder? Also er kann jetzt eigentlich lieber dann maxen. Ja, das stimmt. Das aber beide auf 3 Base noch, also ist keiner irgendwie hier schon zu vierten. Wobei Pressure baut jetzt hier den Pylon, also ich denke, der wird rechts bald exen wollen. Ja. Und die Army marschiert los, wieder ohne Mothership, das ist mir vorhin schon aufgefallen. Also er geht hier das Risiko ein, dass er alles für die. Links macht sich wieder ein Dropschiff auf den Weg. Das macht er schon wirklich gut mit seinen Drops. Also ja, er hält ihn auf Zack auf jeden Fall. Da ist es dann natürlich wiederum auch gut, dass Pressure hier das Mothership hinten lässt, aber das ist gerade nicht hinten. Wo ist das Mothership? Ist das in der dritten? Oh, das ist in der dritten. Das heißt an der. Aber der Hauptfight hier wieder. Pressure will die dritte rausnehmen. Schafft er auch. Wie es aussieht, ja, die fällt. Und Tune kann nichts dagegen machen. Er droppt aber jetzt dann in den Main. Und da wird er auch wieder Schaden machen können. Die Probes sind hier ohne Schutz. Evakuiert er aber. Border. Ja, und direkt auf das.
Der Koloss, ja, der ist, lebt ja auch gefährlich gegen vier Marauder. Aber scheint sich hier zu tun für das, oh, das Robo Bay zu entscheiden. Und das kriegen, ja, er kriegt es. Nein, nein! Oh. Er kriegt es! Doch, er kriegt es. Er wollte es nochmal spannend machen, also das war eindeutig Absicht. Das ist auch so ein typisches Terraner-Verhalten, dass man immer ein bisschen trollen muss. So, dann, er baut seine, der Team baut seine dritte Base nach. Hat der Hilo inzwischen seine vierte fast fertig. Läuft das optimal? 30 Supply vorne. Mir kommt gerade so, Tune war ja auch mal Zack. Ist er jetzt eigentlich Main Race Terran oder war das random, was er gespielt hat? Oh, und es kommt zum Fight. Ich meine, er ist Terran. Okay, drei Kolosse brutzeln hier gut und Pressure, glaube ich, klärt hier die Army und nähert sich dem Sieg, weil jetzt doch das Army Supply ja, Welten spricht, also. Ich denke auch, das war der Sieg vorne. Oh, da ist ein Viking, ganz gefährlich. Ja, Vikings sind schon fies und Tanks, aber sind in der Unterzahl. Und ja, jetzt hier, Tune hat jetzt nur noch eine kleine Army, fliegt die dritte wieder rüber, aber Pressure wird ihm keine Zeit lassen. Und es geht wieder in den letzten Fight dieses Spiels und damit ist es noch nicht vorbei mit unserem Clan War, denn Pressure holt hier, wie es scheint, das 3:2 für das ja, Hero-Team hier. Und schön gemacht. Gut gemacht. Trotz 70% Handicap, also sehr solid. Und Tune hat auch echt gut gespielt, also es war echt erstaunlich, wie er das alles abwehren konnte. Man hatte den Eindruck, dass der Pressure dem Tune die ganze Zeit 2-3 Schritte voraus ist. Ja. Der Widowmine-Drop wurde antizipiert, die Stalker wurden reingeworbt, auch bei dem Liberator, das hat geklappt. Und das ist ja gerade auch das Snowbolt ja auch unheimlich. Hätte er da jeweils irgendwie 3-4 Worker verloren, hätte das ganze Spiel auch anders ausgehen können. Ja, also war ein sehr gutes Spiel, also echt, Tune hat hier echt gut Druck gemacht und teilweise sah es auch so aus, als würde er doch, also da in der Main hat er echt viel Schaden gemacht dann auch. So, wir sehen die letzte One-on-One-Map. Sollte es hier zum Unentschieden kommen, wird es natürlich noch irgendeine Entscheidung geben, also das müssen wir noch festlegen. Ich denke, ein 3 gegen 3 wäre schon gut, wenn alle noch mitspielen. Aber erstmal muss hier Pressure noch eine Map holen gegen den sehr aggressiv und stark auftrumpfenden Tune-Trigger. Ost wollen sie haben. Das ist eine Map, die gab es ja auch in HOTS schon, oder? Aber in Legacy auch nochmal. Ja. Hostest du wieder, oder? Ja. Ja, ich. Jetzt geht's natürlich um alles. Ja, jetzt ist schon mal so ein Vorentscheidungsspiel. Jetzt ist natürlich auch die alte Mindgame-Frage. Vierer-Map. Macht der Tune vielleicht trotzdem ein Mars Reaper-Game gegen den Handy-gecappten Rotor-Spieler? Ist das vielleicht keine doofe Idee? Oh, Tilo schreibt mitbekommen, dass der Stream zu leise ist. Newsletter geschrieben. An der Stelle würde ich vorschlagen, mach ihn noch lauter. So eine Tasse am Computer. Lautsprecherknopf. Nee, da müsste ich jetzt wissen, ich schau mal schnell, was er geschrieben hat. Ist es das Mikrofon oder was ist denn? Vielleicht ist der Ingame-Sound zu laut und wir sind zu leise. Ja, das kann sein. Oder andersrum. Ich mache jetzt mal den Ingame-Sound ein bisschen leiser, vielleicht hilft das schon. Wobei es eher leise ist, mein Master-Volume. So, die beiden sind fertig. Ja, dann, ich habe zwar jetzt Tilo nochmal geschrieben, aber ja, er denkt auch, dass es die Stimmen wahrscheinlich sind. Also ich hoffe mal, dass es jetzt besser ist. Ich habe den Ingame-Sound ein bisschen leiser gestellt. Wenn nicht, dann nochmal hier irgendwie im TS anfingen. Was wahrscheinlich auch schon jemand gemacht hat, was ich nur nicht gelesen habe. Ja, haben schon mehrere Leute geschrieben, deswegen sorry jetzt an der Stelle.
meine Voice Activation empfindlicher einstellen. Okay, es verschluckt anscheinend manchmal meine Sätze. Ich habe jetzt mal das Mikrofon näher genommen, da hilft das auch noch. Fantasy, vielleicht darf man noch mitspielen. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, dass wir hier noch was dranhängen, aber jetzt erstmal hier zum Spiel. Leute. Ja. In dem Spiel jetzt, rechts oben gespawnt. Rote Terraner, Tune Trigger. Und links unten, als Protoss, die ganze Welt hofft, dass er gewinnt. Treasure! Wir sind natürlich wieder nicht parteiisch. Selbstverständlich sind wir nicht gegen den fiesen Terraner. Der fressende frische Rasse. Terra wählt übrigens auch Trump. Das macht Terra ist Trump. Wir wollen jetzt also hier auch nicht irgendwie hetzen oder so gegen diese Terraner. Es kommt hier Command Center vor der Barracks. Natürlich wieder ein äußerst fieser Terraner-Move. Schönes, richtig hinterhältiges Mindgame von dem Terraner. Mal gucken, ob der Thilo darauf reinfällt. Der zieht letzten Spiel schnell die Echse, wird dann auch wahrscheinlich schnell wieder seinen Adept rausholen, den Reaper abzuwehren, der dann nicht kommen wird. Bob ist auf dem Weg. Ist das auch Cross-Position only auf dem Map? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, bei Frost gab es schon alle Spawn-Möglichkeiten. Deswegen hat er jetzt direkt gescoutet. Oh, und da liegt der Thilo, er ist die Echse und knabbert am SCV. Nein. Er versteckt sich erstmal. Das ist interessant. Also er will hier nicht gesehen werden bisher. Wir sehen hier tatsächlich so ein bisschen VOL-Style von dem Terraner. Das gab es früher auch. Echse und dann drei Wags hinterher. Dann erstmal einfach nur schön die Marines durch. Ja, und das Handicap macht sich wieder bemerkbar hier, die Probe. Kickt schon mal aufs Maul. OP Terra. Unterwegs. Finde ich sehr schön, aber dass der Tune diesmal ein anderes Opening nimmt als im letzten Spiel, das finde ich immer sehr großartig, wenn die immer sehr schön abwechslungsreich sind. Ja, und Tion ist jetzt unterwegs zu scouten hier mit dem SCV. Erstmal falsch, also daran sieht man vielleicht auch, dass es hier nicht irgendwie Cross-Only war. Wir sehen auch noch keine Tech-Labs, also er pumpt wirklich erstmal nur Mars Marines. Und bei Pressure kommt das Twilight Council jetzt, also anscheinend schon Richtung entweder DTs oder aber auch Adapt Upgrade. Natürlich, wenn man gegen jemanden mit Handicap spielt, fast eine Überlegung wird, sowas wie ein Mars Marine zu spielen, einfach aus sechs Baracken. Wäre durchaus denkbar, ja. Vorne wird nochmal gescoutet. Hat ihn jetzt gefunden, ja, aber er sieht natürlich das Twilight nicht mit dem SCV. Hat auch keinen Reaper Scout diesmal. Oh, und da sehen wir den Darkschwein. Ja, when behind Darkschwein. Behind ist er von Anfang an doch das Handicap, von daher ja. Macht eine das. Eine legitime, faire Taktik, kann man dann nur sagen, nicht so was Hinterhältiges wie diese Exe First vom Terra. Ja, es ist ein sehr soziales Verhalten hier auch auf roter Seite. Wenn alle so spielen würden wie Protoss hier gerade in diesem Spiel, dann hätten wir Weltfrieden, aber man kann ja nicht alles haben. Ist tragisch, aber. Ja, Tune stellt sich hier auf Oracles ein anscheinend, mit seinen fiesen Marines, die hier durch die Main patrouillieren. Natürlich sehr sneaky auch. Tätlichen Maschinengewehren. Oh, Stim wird erforscht. Der Maschinendock. Das Maschinendock ist natürlich eine gute Wahl jetzt für den Tune. Vielleicht riecht er das. Dass da auch die Tees kommen würden, oder hat aus dem Spiel von Meditech gelernt, dass da so die Tees auch ganz schön Schaden machen können. Scheint so, dass Warp Prism ist unterwegs. Da kommen auch direkt die Raketentürme, zumindest in der Main Base. Oh, ja, in der Natur auch. Oh, das ist natürlich jetzt hier für den Tune optimal. Ja, das macht er gut. Er hat auch zusätzliche Units in beiden Basen, also kann der DT hier absolut gar nichts machen. Die Units laufen jetzt ein bisschen außer Position. Ein bisschen weg.
Aber ich denke mal, so ein Raketenturm wird auch dieses Warp-Prisma natürlich in Sekundenschnelle zerlegen. Wenn er dann mal kurz zu weit. Oh, die Marines steht. Sind jetzt alle in der NATO, aber das Warp-Prisma kommt auch in die NATO, von daher trifft sich das gut für diesen Tune, für diesen hinterhältigen Terraner. Ja. Da muss ich jetzt der Thrasher schon langsam überlegen, was er da als Splash-Damage dann demnächst anzubieten hat. Also zunächst werden es mal wahrscheinlich A-Konstant sein für eine Zwischenstufe. Ja. Aber das langt natürlich nicht gegen Terraner. Ja, wir sehen eine Forge, also wir sehen jetzt hier noch keinen weiteren Tag bisher. Immortals und ja, im Twilight kommt auch Charge, also ich denke, es werden schon Archons auf jeden Fall erstmal bleiben dann. Jetzt geht er in die Main. Es sind wenig Units in der Main, hier ist ein Marine, aber vielleicht kriegt er da ein bisschen Schaden. Ja, probiert direkt den Tower da rauszunehmen. Das ist natürlich super für den Tune, dadurch wurde er alarmiert und kann das erstmal zurückziehen. Ja, aber so kommt der Pressure mit dem Warp Prism besser zurecht. Das war vielleicht auch deswegen nicht schlecht, den Turret zu töten. Und das Stim. Nein, entkommt. Geht nochmal gut aus hier für die Menschheit. Da denkt er sich, dann droppe ich doch einfach mal. Wunderschön auch mit seinem Bunker und dahinter dem Tower. Baut auch hier ein Command Center jetzt, ein drittes. Und auch die Exit by Pressure, die gilt es jetzt zu verteidigen aus Protoss Sicht und genereller Sicht. Also ich würde das Spiel schon enger einschätzen bisher als es davor. Weil es halt Pressure derjenige, der Aggression aufbaut und Tune schafft das eigentlich ganz gut abzuwehren. So, jetzt kommt hier der Doppeldrop in die dritte. Ich schätze mal, die wird gecancelt werden müssen. Also das ist für den Terran natürlich ausgezeichnet. Weil, wobei die Army ist nicht so weit weg, also. Aber trotzdem, 16 gestimmte Marines machen hier eine Menge Schaden. Und das ist dann natürlich die Frage, ob der Tune jetzt auch die 70% mit einberechnet in seine Spielweise. Dann hat auch vielleicht jetzt probiert, einfach wirklich durchzudrücken. Und wir sehen ja, schon, der Nexus ist hier Geschichte. Cancelt ihn aber noch, last minute, das war gut von Pressure, aber schön. Für ihn ist es trotzdem halt schlecht jetzt, dass er in der Eco nach hinten fällt. Wobei natürlich die Terraner Ex jetzt auch noch nicht in Position ist, aber die fliegt auch gleich los. Ja, das macht er gut, der Pressure. Hat da die T's überall. Die hat er schön auf die dritte und vierte verteilt. Und dasselbe wieder seine dritte. Er bleibt aktuell noch bei Immortals, also... jetzt kommt das Templar Archive mit Storm in Entwicklung, also der entscheidende Tech ist natürlich jetzt hier dann der Storm. Oh, unten rechts. Oh, die Medivacs, die fliegen in ihren Tod. Oh, und eins fällt. Das war nicht so schön für den Tune, aber natürlich hervorragend für den Protoss. Und der kriegt hier auch nochmal die dritte Denied ein bisschen, der Toss, und kommt mit dem DT nochmal weg, also das macht er hier sehr gut. Haben wir noch einen Scan? Wir haben noch einen Scan, also Tune hat sich da noch genug aufgehoben. Baut auch direkt zwei Turrets. Ja, es ist sehr even, also. Ich denke, supply-technisch relativ ausgeglichen. TTT holt sich noch einen Worker, das war natürlich ein lässiger Move. einen kleinen Pimp-Slap verteilt und dann geht er wieder zurück. Da sehen wir auch die Liberator, also vorher hat man auch einen ganzen gesehen, meine ich. Das ist natürlich die Geheimwaffe der ekligen Macht der Terraner. Auch ein Hohn dieser Name. Liberator. Ja. Für die Menschheit. Das ist echt die Besiegelung des Untergangs eigentlich. Wenn man sieht, der Tilo ist auf im Prinzip alle Eventualitäten vorbereitet. An seiner Exe hat er Armee, an seiner dritten hat er Armee, er hat seine DTs gespreadet. Ja, schöne Map Vision. Supply ist komplett gleich. Also ich denke mal, da Supply sehr even ist und das Spiel allgemein sehr even ist, sehe ich dann doch diesmal Tune vielleicht sogar leicht im Vorteil durch das Handicap. Ja. Aber jetzt schöne Schaden hier mit den DTs. Ich finde da endlich mal einen Zugang. Oh, der hat den Blink erforscht. Tatsächlich. Den DT-Blink? Ja, er hat sich da gerade wieder rausgeblieben. Nice, habe ich jetzt gar nicht realisiert, aber... Das ist natürlich die Frage, wenn man bei der Echse von dem Tune guckt, an der zweiten Echse, ob es klappen würde, sich ganz von der Echse unten
Rogue One zu blinken. Sehr weit aus. So, wie schaut es jetzt beim Tech aus? Hat er schon Templar? Ja, er hat schon ein paar Templar. Die haben auch Storms. Also ich denke mal, der Pressure wird jetzt bald wieder losziehen. Er ist auch mit Army leicht vorne. Und ja, mit Storm ist natürlich so ein Fight schon ganz anders aus Brothers Sicht, aber die Widowmines sind auch hier Flächenschaden. Dann schauen wir mal, wenn die 5 Storms sitzen, ist das G für den Protoss? Ja, ich denke auch, also die Army von Tune Trigger ist jetzt hier auch nicht so gefährlich. Also ich weiß nicht, warum jetzt hier so ausmarschiert, mit 2 Liberatoren nur, also das ist echt nicht so viel Feuerpower. Und die fallen auch gleich mal vor dem Kampf, die Liberator, aber der aber die Army... Aber sind auch nur 3 Stalker und ein Archon als Anti-Air, also... Ja, aber die... jetzt nochmal 2-3 nach. Die Liberators sind jetzt hier auch erstmal, haben sich verzogen. Extrem sendinlastig, die Army von... Aber die andere ist halt auch viele Marauder, von daher glaube ich passt das schon. Wobei die Widowmines gegen Zealots schon gefährlich sind. Liberator werden abgefangen hier in der NATO, also Pressure passt hier gut auf. Gar kein Kill für die Liberator. Oh, da werden die Widowmines in Position gebracht. Und jetzt kommt es zum Fight hier, es geht drauf und Pressure wird hier reinstürmen mit Storms bald. Oh, wenn der Tune sich nicht zurückzieht. Das macht der gute Tune, geht aus dem Weg. Ist vorsichtig noch, aber wir sehen hier Forcefields und Storms, also wenn es denn mal zur Sache geht, da ist der erste Storm. Es hagelt. Der erste von 4 und der hat schon gut Mesh gemacht. Tune droppt jetzt hier weg. Wird ein mit 4 Minimax. Vorbereitet. Also musst du bedenken, jetzt hat er gegen die Storms nicht mal mehr Healung. Also da muss er jetzt extrem aufpassen, dass die Army hier nicht gecatcht wird. Auf der anderen Seite natürlich jetzt der Drop. Und jetzt hat der Thilo natürlich gesehen, dass er die Medivex fehlen. Kann jetzt natürlich direkt davon ausgehen, dass er ein Drop unterwegs ist. Ja, sieht das auch gleich und... Die sind auch alle schon angeschlagen, die Units, von daher wird der Drop hier leichter zu klären sein als üblich. Oh, das volle Medivac fällt auch noch. Das läuft hier nicht gut für Tune gerade. Da hat er... Hat der Tilo sehr gut drauf reagiert, was er da gesehen hat auf dem Map. Wir sehen aber das Supply, na, 170 zu 190, ja, es ist... relativ... das Army Supply. 120 zu 126. 2 zu 1 Upgrades bei Pressure und 2 zu 2 bei Tune. 3-0 ist, hat er gerade angedrückt. Jetzt kommt nochmal ein Liberator mit dazu. Hat er. Oh, und es geht hier weiter. Jetzt die Protoss Army nähert sich. Mal sehen, die Templars sind in der Nähe. Na, kriegen den ersten Hit. Ja, das ist gut. Tune läuft da durch. Ja, gleich mal hier der Männer-Mule, das ist natürlich wieder typisch. Typisch Terra natürlich, also. Schrecken vor nichts zurück. Könnte natürlich der Pressure easy hoch zur Echse laufen. Ah, das ist nicht so richtig. Wird alles von den Storms jetzt abhängen und von den Widowmines, weil die Army sind beide groß, aber könnten beide in wenigen Sekunden fallen. Und es ist auch hier nicht keine Hightech-Units, finde ich. Also außer die Templar, ein Liberator, keine Medivacs, wenige, also. Die Armee von dem Pressure, die wurde auch schön aufgewertet. Die Zealots sind größtenteils raus, hat jetzt mehr gaslastige Einheiten. Mhm. Wobei natürlich die Stalker fallen. Auch leer der Supplies sind eigentlich. Aber jetzt geht's hier drauf in den Hauptfight und Pressure will sich hier gut positionieren. Versucht's mit Storms, Tune passt auf. Oh, jetzt geht's auf die Nüsse. Wunderschön, die Storms 1A. Und die Marines vom Drop ziehen sich auch zurück, also. Es sieht so aus, als hätte es dieser Pressure mal wieder geschafft, trotz 30% Handicap, gegen einen eigentlich sehr stark spielenden Tune. Aber dessen Army war einfach irgendwie nicht Late-Game-tauglich, von daher setzt sich hier Pressure durch. Und ja, sehr schön, wir sehen ein 3 zu 3 in unserem ersten Clan-Bohr. Jetzt müssen wir natürlich noch ausmachen, wie wir es entscheiden werden. Fantasy hat ja noch angefragt. Ich weiß nicht, ob wir noch einen zweiten Mann hätten, dass wir nochmal jeweils den Teams einen zulosen. Dann könnten wir tatsächlich nochmal ein Duo 2 spielen. Ja, lass uns das nochmal rausfinden. Ich sehe auch hier oben ist noch ein Trial da und vielleicht gibt's da noch was. Ich würde sagen, wir nehmen einfach den Stream jetzt mit in den Channel und klären das dann gleich da zusammen.
User Heads, Jörg. Hallo. Du warst fehlt. GG. GG. Ja. Wollte, aber irgendwie kam da nix. So. Leute, wir haben jetzt ein 3 zu 3. Wir haben jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es sind jetzt genug noch dazugekommen. Entweder ihr wollt auch mitspielen, dann machen wir noch eine Zulosung der Teams und machen noch Best of Twos. Oder wir spielen jetzt hier unter denen, die mitgespielt haben, allen 3 gegen 3 zum Entscheiden. Ich würde sagen, die 6, die mitgespielt haben, dürfen entscheiden. Okay, keiner. Ich hab auch noch 3 gegen 3. Ich bin gerade am Essen. Ich bin eigentlich auch für eine Entscheidung. Das ist lustig. Aber. Wer denn? Also ich wäre eigentlich auch für eine Entscheidung 3 und 3 und dann aber würde ich sogar am besten auf 3 draus machen. Hat denn jeder noch Zeit und Lust von denen, die mitgespielt haben? Ich denke mal. Ging ja gerade mal 1,5 Stunden. Ja. Dann. Wer hat denn keine Zeit? Ja, also dann machen wir es doch so dieses Mal. Die anderen können ja dann gerne beim nächsten Mal mitspielen. Wir machen ja sicher öfter mal. Das war jetzt ganz cool heute. Können das eigentlich so Sonntagsveranstaltungen fast schon einplanen? Ja, ich würde es jetzt nicht auf einen Wochentag festlegen, dann, weil dann kannst du mal welche mitnehmen, die an dem Tag nicht können. Lieber so flexibel. Aber ja, Sonntag ist schon meistens ganz gut, denke ich. Andere Frage, könnte denn jemand von denen, die jetzt nicht quasi aktiv mitspielen, den Stream übernehmen? Für das 3 gegen 3? Ansonsten müssen wir halt irgendwie aus einer Perspektive. Ja, das wäre natürlich nice. Ja, Richard, irgendwie dein Stream. Ich weiß nicht, ob das Lautstärke, das ist das eine, aber irgendwie. Ich glaube, der läuft nicht ganz flüssig, oder? Ja, das Bild ist auch etwas. Wie, was leckt's oder? Das ist mir beim letzten Mal aufgefallen. Ja, irgendwie. Schau dir einfach mal das VOD an, dann siehst du es direkt, wenn du ingame bist. Ja, es kann schon sein, dass das alles überlastet ist. Ja. Ich weiß nicht, woran das dann liegt. Ich denke, es liegt einfach nur am Laptop. Also für unser 3 und 3 habe ich schon mal zwei sehr schöne alte Maps. Also ich beende jetzt mal den Stream. Schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet jetzt beim entscheidenden 3 gegen 3 auch wieder ein. Dann bis gleich.